ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mein Schminkkörbchen noch einmal mit euch zusammen austesten. Und zwar wollte ich noch mal die Huda Beauty Palette unter die Lupe nehmen. Ich habe sie an meinem Geburtstag getragen. Ja, ich habe mich gefühlt, als hätte ich das teuerste Make-up ever auf meinem Gesicht. Und der Rest vom Fest kommt hier zusammen. Ja. Ich benutze Lichtschutzfaktor. Obwohl ich nicht rausgehe, aber ich möchte das testen. Und ich wollte euch noch was zu dem Lichtschutzfaktor sagen. Ich finde, er zieht relativ gut ein. Er ist nicht sichtbar. Ich bin nicht käsig dadurch. Und er ist wie eine super bäppige Grundlage. Für ölige Menschen, ich bin auch ölig, in der T-Zone besonders. Und ich kann ihn, ja, ich könnte ihn schon empfehlen. Also man muss halt ausprobieren. Die Inhaltsstoffe waren sehr schlecht. Inhaltsstofftechnisch war das richtig unten durch. Ich werde es leer machen und versuchen, eine Alternative zu finden. Weil ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen sollte. Also welchen Lichtschutzfaktor. Ich kriege keine richtigen Tipps. Ich möchte mich da ehrlich gesagt im Internet nicht so richtig damit befassen. Ist mir zu anstrengend irgendwie. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas haben wollt und es einfach so anstrengend? Als Primer. Ich muss mal gucken, was ich hier alles drin habe. Als Primer hatte ich den Ordinary Primer. Auch den finde ich sehr gut. Werde ich euch aber heute nochmal im Schminkkorb sagen. Heute ist Sonntag. Ja. Den finde ich sehr gut. Er ist sehr geschmeidig. Lässt sich super hier aufbauen. Und ich habe das oftmals, wenn ich einen Lichtschutzfaktor drauf habe und dann Primer auftrage, der frisst ihn so auf. Und es gibt dann so eine cremige Paste. Das habe ich bei den zwei Produkten nicht. Die vertragen sich ganz gut. Dann habe ich die Woche, so glitschige Hände, die Woche super gerne diese Foundation von MAC getragen. Und heute möchte ich aber die Waterway Foundation von MAC auftragen und mit ihr ein bisschen so gemischt. Was ich auch probiert habe, war die Clinique mit der Waterway Foundation, weil das ist die NW13. NW steht, glaube ich, für rosa, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das sehr rosa und ich bin eher ein C-Typ, NC-Typ. Ja, also man sieht auch, dass die Foundation rosastichig ist und mit der Klinik hat das super funktioniert. Das werden wir auch zusammen jetzt auftragen, weil ich möchte die Klinik noch einmal in meinem Gesicht tragen. Da nehme ich mir einfach was auf den Handrücken. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil dieses Produkt hat so eine kleine Öffnung innen drin, dass man nicht genug Produkt bekommt. Und dann muss man ständig da reindetschen. Ich gehe meinen Beauty Blender sauber machen und dann komme ich wieder. Den habe ich heute Morgen bei 60 Grad gewaschen. Wie ihr seht, ist der Picobello und Asrein riecht auch sehr angenehm nach Waschmittel einfach. Und das ist für mich die einfachste Lösung, sage ich mal. Ich habe mir hier Produkt aufgetragen, das vermische ich jetzt miteinander, einfach mit einem Stinktierpinsel oder Foundationpinsel. Ich habe jetzt gerade nichts da, das ist meine Haut. Ich finde gelbe Foundation lässt sich am besten auch mit rosastichigen mischen, dann gibt das so einen helleren Ton, also an sich schon, und ist trotzdem nicht zu rosa. Das trage ich mir jetzt einfach großzügig in mein Gesicht auf. Das hat bestens funktioniert. So kann ich die Klinik auch benutzen. Dann ist sie nicht ganz so dunkel. Und ja, sie ist dann einfach... Meine Haut sieht schön aus. Ich zeige euch das einfach mal. Ich mache es mal eben fertig. Und dann kommt Foundation ist aufgetragen. Und ich finde, dieses Finish lässt sich doch sehen. Und es ist sehr passend zu meinem Rest des Körpers. Es sitzt sich nicht ganz so... Also, es ist ein Ticken vielleicht noch ein bisschen zu dunkel, aber ich denke, so Richtung Frühling kann ich das sehr gut kombinieren. Dann benutze ich einen absoluten Flop von mir, weil es einfach in den Augen brennt. Da ist einfach zu viel Alkohol drin und deswegen kann ich euch das nicht empfehlen. Aber ich werde es natürlich jetzt aufbrauchen und gut ist. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass man so sehr seine Augen pflegen kann, dass man sich eine Tonne Alkohol, also man könnte sich auch Wodka unter die Augen schmieren. Ich glaube nicht, dass es so gesund ist. Und ja, aber wenn man es schon mal da hat, dann
wird man es auch benutzen. Dann habe ich hier ein Stick von NYX. So sieht es aus, das habe ich kein einziges Mal benutzt. Aber ich habe die Empfehlung bekommen, das mit dem Schwamm so oder mit dem Pinsel aufzutragen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Oder mit dem Finger, keine Ahnung. Ja, mit dem Finger geht es schon ein bisschen besser. Man kriegt einfach schneller Produkt auf. Und das ist mir eigentlich schon wichtig, weil ich möchte nicht 3 Stunden da sitzen und mir mein Blush oder irgendwas auftragen. Eigentlich habe ich dafür auch einen Pinsel. Ja, mein allerliebster Creme-Produkte-Pinsel ist der Sculpting Brush von Real Techniques. Das kann ich euch wirklich von den Real Techniques Pinseln empfehlen. Also gerade so um Creme-Geschichten einzuarbeiten, finde ich den super schön. Also ich könnte es auch so lassen, sage ich mal. Ich würde sehr stark nachölen, aber ich möchte doch ein bisschen, ja. Ich finde, der hat sich gut auftragen lassen, weil er nicht matt ist. Ich finde so matte Creme-Produkte gar nicht so schön. Der hat so ein bisschen wie so ein Feuchtigkeitsspiel im Gesicht und deswegen mag ich den, der bleibt. Also eigentlich brauche ich euch es noch nicht sagen, weil wir werden es dann sehen. Als Liquid Highlighter benutze ich jetzt mal viel zu viel. Benutze ich mal die Farbe Liquid Starlight, glaube ich. Ja, gib ihn. Aber es war mir eigentlich klar, dass ich diesen tollen Highlighter behalten werde. Obwohl ich ihn noch nicht benutzt habe, weil ich den Liquid Champagne schon da habe von Makeup Revolution und ich den sehr extrem finde. Und gerade für den Sommer kann ich mir das gut vorstellen. Ich habe aus Versehen viel zu viel benutzt. Man kann es aufbauen, denke ich, ohne Ende. Aber wir lassen das Ganze mal so. Ich pudere jetzt einfach nur mal meine Stirn ab. Da benutze ich Too Faced. Das ist ein Favorit. Das ist und bleibt ein Favorit. Ich habe schon im Kleiderkreisel gesucht und gesucht. Ich hätte das auch mal... Ja, wenn mir das Puder mal über den Weg laufen sollte, dann wird das natürlich fürs ganze Gesicht benutze ich es jetzt einfach mal, weil ich... Ja, keine Ahnung. Ja, kann sich doch sehen lassen, das Hautbild. Dann ein absoluter Schatz ist dieser Bronzer. Den trage ich minimal auf meine Stirn jetzt ein bisschen auf, weil da habe ich ja abgepudert. Und der A, riecht er so gut und B, hat er so eine schöne Farbe. Ich bin so froh, den bekommen zu haben. Das wird echt ein Liebling und den kann ich mir sogar vorstellen, Platz zu machen, weil da sind nur noch 10 Gramm drin. Vermutlich. Ich habe ja keine Ahnung. Ein bisschen so. Ja, ich finde es schön. Ich bin ja mal gespannt, ob das hier mal irgendwann trocken wird. Dann habe ich ja gesagt, benutze ich meinen Color Corrector hier für die Augenlider. Und das mache ich ja immer mit dem Schwamm von Ebelin. Den kann ich euch mega ans Herz legen. Für so wenig Geld. So ein tolles Produkt. Dann ziehe ich mir eben meine Augenbrauen nach und das mache ich mit den 2 Produkten hier. Zum einen habe ich den Elf-Stift ja noch drin und, nee, das Blush nicht, aber das hier, das Toast and Chill Eyeshadow und Eyebrow Kit und ja, dann komme ich wieder zurück. Ich male mir jetzt mal eben meine Lippen noch so, meine Süßen, ich habe meine Base gemacht, also dieser Highlighter ist unglaublich wet. Also er ist auch wirklich nass und er ist ein bisschen beppig, aber es stört mich eigentlich nicht, denke ich. Also bei Wind und Wetter würde mir, also bei Wind und Regen würde mich das stören. Ich glaube, es Frühling wäre so die optimale Zeit. Da ist es nicht zu warm und nicht zu kalt. Ich mache mal den ganzen Kram jetzt weg und komme zu meiner Huda Desert Dust Palette. Ein wunderschöner Schatz. Wirklich, ich... Also wenn ich eine Palette rausbringen würde, wäre mein Gesicht natürlich auch drauf.
Warum sollte ich jemanden anderes auf meine Verpackung draufpacken, wenn das meine Beauty-Marke ist und ich mich feiere? Und das ist das, was ich dann drauf hatte, ist doch eigentlich irgendwie logisch, oder? Also ich finde das gut, dass sie es gemacht hat. Warum sollte sie es auch Ich anders habe so mir jetzt machen? so ein paar saubere Pinsel rausgesucht, die ich benutzen möchte für die Palette. Und ich. So, ich fange mit dem Beige-Ton an und gebe das so ein bisschen in meine Lidfalte. Das ist ein hellerer Peach-Beige-Ton und sette einfach mal mein Lid damit so ein bisschen. Nur minimal, dass nicht ganz so bebbig ist, dass es sich dann besser verblenden lässt. Aber die Töne sind so miteinander harmonisierend. Ich habe die Palette benutzt und dachte, oh mein Gott, was für eine Verblendbarkeit, das merkt man schon. Also ich habe mich ja lange geweigert, High-End-Produkte zu kaufen, weil sie mir einfach viel zu teuer sind. Aber man merkt es schon. Also man merkt, es ist mal erstaunlich, wenn Drogerie genauso vergleichbar ist mit dem wie das hier. Ja, ich gehe jetzt ins Orangene hier. Und trage mir das hier so oberhalb meiner Lidfalte auf. Ich überlege gerade was. Ich möchte nämlich noch einen Lidschatten kombinieren. Und ich benutze 228 immer so ein bisschen als Verblender. Ich finde, der hat so eine tolle, ja, so eine tolle Form, dass er so spitz zuläuft, ja, in der Form bleibt. Finde ich einfach klasse. So, man sieht einfach, wie schnell es funktioniert. Ja. Okay, ich nehme einen kleinen Blender und gehe in Saffron rein. Saffron ist ein dunkles Rot. Und trage das oberhalb hier auf. Ich möchte heute Gelb kombinieren. Habt ihr auch so Sturmsonntag? Heute ist der 10. Es stürmt und wenn jetzt noch Hagel runterkommt, dann würde mich das nicht wundern. Es stürmt, dann scheint kurz mal heftig die Sonne. Dann stürmt es wieder. Falls dieses Video wahrscheinlich erst nächste Woche online kommt, weil der Schminkkörbchen noch ansteht. Können wir mal bitte darüber sprechen, wie schön das ist? Ich kann, ja, ich muss nicht so viel arbeiten, sag ich. Ich muss nicht so viel arbeiten und es funktioniert. Es ist unglaublich. Die Palette wird jetzt nicht so Star of the Show sein. Ich wollte mich eh fertig machen für mein Schminkkörbchen-Update sozusagen. Und ja. Trage das Orange erstmal hier unterhalb auf. Ich brauche einen Spiegel. Ich benutze jetzt mal eine andere Palette. Ja, also es ist so schwierig mit so Liquid-Geschichten. Dann gehe ich in Saffron noch mal rein. Also ich habe Hitzewallungen, ne? Ich stecke mitten, glaube ich, in den Wechseljahren schon. Mir ist auf einmal so heiß. Huda Beauty ist ein absolutes Must-Have. Wirklich, ich hätte es niemals. Schade, dass ich sagen muss. Aber so ist es. Ich möchte mir in den Innenwinkel auf jeden Fall einen gelben Ja, Lidschatten geben. Ich gucke jetzt noch. Ich denke, dass ich den NYX nehmen werde, weil der ein bisschen heller ist als der von Kiko. Und ja, das ist eher so Senfrichtung und das ist halt richtig so Bam in your yellow. Und auch auf der unteren Wasserlinie hätte ich gerne diesen Kajalstift. Ich
Ja, was ich mache, wenn die Kajalstifte nicht ganz so gut funktionieren, spitze sie natürlich erstmal an. Und dann befeuere ich sie. Und dann muss ich so ein bisschen gucken, dass es nicht zu heiß ist. Auf mein, ja, auf mein Auge halt. In der Zeit kann ich nochmal hier so drüber gehen und alles so miteinander verbinden, was nur geht. Und das lässt sich super miteinander verbinden. Also, um das Ganze noch zu setten, benutze ich den NYX Elite Schatten. Ich bin natürlich noch nicht fertig, aber ich möchte alles auf einmal machen. Gehe mit so einem flach gebundenen rein und ich benutze einen etwas fluffy gebundenen und trage mir den hier so auf. Seht ihr das? Also ich will einfach gucken, was dazu passt. So ein Pastellgelb wäre auch schön. Und das ziehe ich auch so ein bisschen hier mit hoch. Sieht sehr außergewöhnlich aus. Also so habe ich ehrlich gesagt noch niemanden rumlaufen sehen. Aber wir wollen ja so viel wie möglich testen. Hier machen mich natürlich alle Farben an. Ich muss sagen, es gibt keinen, wo ich sage, boah, der ist nicht so schön. Ich würde tatsächlich hier in diesen... Ich trage mir diesen Crystal oder Nefertiti oder so auf. Da kommt auch Produkt runter. Allerdings... Der hat auch grobe Glitzerpartikel, was mich mittlerweile gar nicht so stört. Ich finde das sogar richtig schön. So. Und ich würde sagen, wir nehmen die Farbe, die daneben ist, dieses Gistelli. Weil der jongliert nochmal so ins Rosé. Super schöne, außergewöhnliche Farben auch dabei. So, ich würde nochmal mit einem etwas kleineren Pinsel den roten Ton aus der Huda Palette gehen oder dunkelbraun und würde mir das unten am Wimpernkranz auftragen. Also gerade so, um das Ganze zu verstärken. Und dann habe ich einen super Schatz. So sieht der Ganze aus. Das ist ein Eyelight. Wenn man den nämlich ein bisschen auf den Handrücken aufgibt und dann hier mit dem Pinsel, den ich eben gerade von BH Cosmetics genommen habe, und den dann hier so hinpackt. Hier oben. Und da so hinpacken. Wunderschön. Ich liebe diese Eyelids. Das ist einfach geil. Okay, so tief wollte ich es eigentlich gar nicht ziehen. Dann, würde ich auch sagen, wären wir eigentlich ziemlich durch. Verblende das Ganze hier noch. Voilà. Ja, ihr Lieben, Lidstrich ziehe ich mir noch und dann kommen wir vielleicht nochmal zu den Lippen. Mal gucken. Oder Rouge. Das trage ich mir hier so ein bisschen auf. Aber durch diesen Highlighter ist das sehr schwierig.
dann kommt der Lidstrich und wir sehen uns gleich wieder. Voila! Ich muss sagen, große, große Scheiß, die ich hier fabriziert habe mit meinem Lidstrich. Verkackung des Todes. Aber es ist okay. Also es ist eh ein extravaganter Look. Da kann der Lidstrich auch bis zum Himmel sein. Ich hätte ein anderes Ding gewählt, aber gut. Ich muss sagen, die Produkte haben trotzdem gut funktioniert. Ich hatte irgendwie nur so einen Schwenker. Richtung in die falsche Richtung halt. Für die Lippen nutze ich jetzt mal von Manhattan. Und zwar in der Farbe 600. Ein Liquid Lipstick. Meine Süßen, mein Look ist fertig. Ich fand den Liquid Lipstick sehr schwierig im Auftrag. Der ist sehr fleckig. Sehr unschön. Ich kann ihn nicht präzise genug auftragen. Ich müsste einen Lippenpinsel nehmen und so viel Zeit habe ich heute nicht. Die Sonne kommt immer mal wieder, keine Ahnung. Jetzt haben wir aber den größten Teil miteinander zusammen benutzt, auch von meinem Schminkkorb. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Ja, ich bin daheim. Ich möchte nicht heute was auf den Lippen haben. Einfach, ja. Oh. Ja. Genau. So eine Art wie Labello ist drauf. Labello können wir uns tatsächlich auftragen. Was sagt ihr zum Look? Das hier könnte mir zu reichhaltig sein. Smiley. So, ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.